schön, dass ihr alle hier hergekommen seid zur Mahnwache für Julian Assange. Ich muss darum bitten, den Mindestabstand einzuhalten. Also bitte, wir haben zum Glück noch genug Platz, dass jeder schaut, dass so gut 1,5 Meter frei sind. Ein Verleger sitzt in Auslieferungshaft in England und soll von Großbritannien ausgeliefert werden an die USA. Er hat nichts verbrochen, außer die Wahrheit zu veröffentlichen. Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Freiheit für Julian Assange. Deswegen sind wir hier. So wollen wir sehen, so erträumen wir es uns. Es ist ein politischer Prozess. Deswegen haben wir hier auch Politiker dargestellt, um zu zeigen, es geht nicht um Recht oder Unrecht. Es wird einfach ein Exempel statuiert an Julian Assange. Er wird verfolgt dafür, dass er die Wahrheit berichtet hat. Und wenn einmal dieser Präzedenzfall erfolgreich ist und ein Journalist, Julian Assange, an die USA ausgeliefert wird, dann kann sich kein Journalist irgendwo auf der Welt mehr sicher sein, wenn er etwas berichtet, was einem anderen Staat nicht gefällt, dass er nicht gefangen genommen wird und eventuell in Guantanamo landet oder in irgendeinem anderen Gefängnis. Ich finde es sehr gut, dass unsere Bundeskanzlerin sich solche großen Gedanken macht, wenn in anderen Ländern was passiert, was nicht richtig ist. Wenn zum Beispiel ein Mensch vergiftet wird, es ist egal, ob er ein rechtsradikaler Politiker ist. Es ist nicht gut, andere zu vergiften, wenn es denn so gewesen ist. Und ich finde es gut, dass sie sich Sorgen macht um diesen Menschen. Ich frage mich nur, warum ist unsere Politik nicht so laut und so kräftig am Verurteilen, wenn es um gewaltfreie politische Gefangene in London zum Beispiel geht, um Julian Assange. Warum wird da mit doppeltem Maß gemessen? Wir machen uns selber unglaubwürdig, wenn wir einerseits große Krokodilstränen vergießen und die schärfsten Sachen androhen, wegen zum Beispiel Nawalny, einem unbedeutenden Oppositionspolitiker in Russland, und der weltweit wichtigste Journalist im Gefängnis ist und dazu so gut wie nichts zu hören ist. Also ich habe bis jetzt leider von unserer Bundeskanzlerin noch nicht gehört, dass sie sich für Julian Assange eingesetzt hat. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sie auch nur die Hälfte der Energie, die sie zum Beispiel bei Nawalny eingesetzt hat, auch für Julian Assange einsetzen würde. Ich freue mich, dass er hierher gekommen ist, um seine Stimme zu erheben. Herzlich willkommen, Michael Sontheimer. Ja. Ja, schön. Guten Tag, schönen guten Abend, alle hier auf dem Pariser Platz. Ich habe mich heute Mittag hingesetzt und überlegt, was könnte ich denn heute hier sagen? Und ich saß vor einem weißen Blatt und stellte fest, ich bin sprachlos. Und
es fällt einem eigentlich nichts mehr ein. Also wer den Fall Julian Assange von Anfang an verfolgt hat, der ist sprachlos angesichts dessen, was diesem Mann angetan wurde und weiter angetan wird. Und es verschlägt einem die Sprache, aber man kann ja noch denken, bevor man spricht. Und ich habe dann nochmal überlegt, warum ist Julian Assange und warum ist WikiLeaks so ein Ziel von Angriffen verschiedener Regierungen und Geheimdiensten geworden? Das liegt einfach daran, dass im Jahre 2006 Julian in Australien mit Hackern und anderen Freunden eine ziemlich geniale Idee in die Tat umgesetzt hat. Eine Idee, die den gesamten investigativen Journalismus revolutioniert hat. Und das sage ich vor dem Hintergrund dessen, dass ich seit über 40 Jahren als Journalist arbeite, meist in investigativen Themen. Und zwar hat man da immer das Problem, man hat Quellen, man hat Menschen, die einem Dokumente anvertrauen wollen, die Skandale belegen wollen. Und diese Quellen müssen geschützt werden, denn wenn herauskommt, dass sie mir als Journalisten Material, Dokumente, Fotos, was auch immer gegeben haben, kann es für sie ziemlich schwierig werden. Und WikiLeaks hat eigentlich so eine Art Zauberschlüssel für dieses Problem geliefert. Denn wenn ich Informanten oder Quellen nicht kenne, kann ich es auch nicht verraten. Das ist so simpel, logisch, wie es ist. Und mit dieser Idee hat WikiLeaks ja dann gestartet. Es hat sich gezeigt, dass es nicht immer klappt. Es gibt auch Quellen, die möchten mit den Leuten, die mit ihren Informationen arbeiten, auch Kontakt haben. Das hat man schon beim Chelsea Manning gesehen. Aber im Prinzip ist und wird es auch so sein, die Idee von WikiLeaks, Journalisten bekommen brisantes Material eingeliefert und wissen nicht von wem, ist genial. Und deshalb wird WikiLeaks verfolgt, weil es natürlich eine Bedrohung ist für alle Regierungen oder für Organisationen, für Firmen, deren Material möglicherweise da landet. Und noch was anderes, WikiLeaks basiert auf der Überzeugung, es gibt keine Demokratie ohne Transparenz. Alles muss ans Licht. Also begann WikiLeaks mit der Veröffentlichung von Dokumenten, die Korruption belegen, die Kriegsverbrechen belegen und so weiter. Und dass das nun den Mächtigen, die von solchen Veröffentlichungen betroffen sind, nicht gefällt, ist auch sonnenklar. Und ich meine, das hat auch nichts mit der Ideologie zu tun. Das mag, also wenn über Putin Dinge veröffentlicht werden, ärgert es den genauso, wie wenn über die USA und den Präsidenten der USA etwas veröffentlicht wird. Und im Grunde, bei Julian ist es nunmehr die USA. Seine Veröffentlichungen haben dafür gesorgt, dass er mit legalen und halblegalen Mitteln in den Knast gebracht wurde und dort sitzt. Ich meine, sehr bekannt, schon 2016 hat die Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierung der Vereinten Nationen festgestellt, dass die Inhaftierung von Julian durch Schweden und Großbritannien damals gesetzwidrig sei. Dann hat 3 Jahre später Nils Melzer, Sonderberichterstatter über Folter des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen, erklärt, dass Julian Assange an den Folgen psychologischer Folter leide. Doch Menschenrechte spielen für die Verfolger von Julian Assange offensichtlich keine entscheidende Rolle. Die britische und die amerikanische Regierung haben damals diese UN-Arbeitsgruppe, aber auch Nils Melzer, förmlich verhöhnt und als inkompetente Idioten hingestellt, deren Meinungen uninteressant sind für sie. Und spätestens seit Donald Trump Präsident ist und ein gewisser Mike Pompeo CIA-Direktor, dann Außenminister ist, können wir beobachten, dass gegen WikiLeaks ein förmlicher Geheimdienstkrieg geführt wird. Also es gibt die Ebene der Politik, es gibt die Ebene der Justiz und dann gibt es die Ebene der Geheimdienste. Und da wird es dann für die Betroffenen überhaupt nicht mehr lustig. Weil wir wissen inzwischen, dass eine spanische Firma aus Cadiz in der ecuadorianischen Botschaft in London
Julian Assange, aber auch alle seine Besucher lückenlos versucht hat zu überwachen. Also ich habe irgendwann im Internet Bilder von mir aus der ecuadorianischen Botschaft, da auch so Videobilder gesehen von einem Besuch da. Ich meine, ich habe weder gewusst, geahnt schon, aber nicht gewusst, dass dort solche Aufnahmen gemacht werden. Sonst habe ich erlaubt, die El Pais war es in dem Fall, solche Bilder zu veröffentlichen. Gut, aber das passiert dann eben. Das eigentlich Schlimme ist auch nicht die Veröffentlichung von manchen Bildern dann im Internet, sondern das eigentlich Schlimme ist, dass diese spanische Firma diese Daten, also Audio-Files, Videos, alle direkt unmittelbar an die CIA weitergegeben hat. Und so dem amerikanischen Geheimdienst, dem Wichtigsten, die Möglichkeit gegeben hat, nachzuvollziehen, was auch immer in der Botschaft passiert. Ich will vielleicht noch eine Bemerkung machen zu diesen Besuchen in der Botschaft. Ich kannte Julian Assange nicht in der Zeit, in der er frei herumlief. Ich hatte den ersten Kontakt zu WikiLeaks gemacht, aber dann hatten andere Kollegen mit ihm zusammengearbeitet im Jahre 2010, die großen Veröffentlichungen. Und ich kam dann, glaube ich, vielleicht so 2014 dann zum ersten Mal in die Botschaft. Und da hatte Julian schon ein furchtbares Image. Also der mit den komischen Frauengeschichten in Schweden und arrogant und narzisstisch und so weiter und so fort. Also wenn man die Medien über Julian Assange gelesen hat, dachte man, was für ein Unmensch ist denn dieser Julian Assange? Und ich kam hin und lernte einen freundlichen, höflichen, angenehmen Menschen kennen, einen unglaublich interessanten Gesprächspartner, sehr schnell im Kopf, mit dem man über alle möglichen Themen reden konnte. Und dachte, oh lala, also da haben ja meine Kolleginnen und Kollegen sich auch doch ganz schön funktionalisieren lassen. So ein Bild eines Monsters und fast Psychopathen von Menschen zu zeichnen. Und ich weiß noch, ich bin mal zum Kollegen gegangen, der hat in Zeit Online geschrieben, Julian Assange ist verrückt. Der hat ihn aber nie gesehen. Ich habe gesagt, sag mal, wie kommst denn du auf die Idee, per Ferndiagnose jemand für verrückt zu erklären? Der stammelte dann so ein bisschen rum und geht mir, sagt ihm, so auf so etwas auf den Weg. Aber also ich fand es bestürzend zu sehen, wie offenbar diese Rufmordkampagne, die von den amerikanischen Diensten der amerikanischen Regierung angezettelt wurde, wie die offensichtlich auch wirkte und auch auf bis in die liberalen Medien hinein, bis zum Spiegel, wo es immer dann war, oh, WikiLeaks, Vorsicht, Vorsicht und so. Also sozusagen, wie da eine Manipulation der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Das hat sich zum Glück dann nochmal geändert oder etwas verändert, als Nils Melzer 2019 seinen Bericht vorgestellt hat. Da sagten dann auch andere Kollegen, wir haben uns vielleicht geirrt, wir haben uns da in die Irre führen lassen. Und es ist wirklich schlimm, was mit Julian Assange passiert. Und dann kam Amnesty International, zum Schluss auch Reporter ohne Grenzen, die waren auch mal sehr vorsichtig, sagten immer, ja, WikiLeaks ist eine journalismusähnliche Tätigkeit, was immer das so sein soll. Sie haben sich, glaube ich, irgendwann auch dazu bekannt, dass es wirklich Journalismus ist, was Julian Assange gemacht hat und was WikiLeaks macht. Gut, also die öffentliche Meinung hat sich wieder etwas gedreht, aber im Augenblick sehe ich eigentlich das Problem, dass wir mit Corona so ein super, über alle betreffendes Thema haben, dass es schwer ist, Menschen auch für Julian Assange zu interessieren. Und ja, zum Schluss zu der Frage, die dann immer ansteht, was tun? Also, wenn wir es in der Hand hätten, dann müssten wir mal ganz schnell verhindern, dass Donald Trump wiedergewählt wird, ist meine Meinung. Denn natürlich ist die Auslieferung von Julian letzten Endes eine politische Entscheidung. Und nachdem die Labour Party die historische Chance vertan hat, Boris Johnson zu besiegen, und man jetzt einen konservativen Premierminister hat, der alles tun wird, um den Amerikanern zu Diensten zu sein, bleiben eigentlich nur noch die USA. Und da ist dran zu erinnern, dass die Obama-Administration zwar so viel Whistleblower verfolgt hat wie keine andere Administration vorher, aber immerhin haben sie es nicht gewagt, Julian und andere WikiLeaks-Leute wegen des Spionagegesetzes anzuklagen oder zu verfolgen, sondern haben gesagt, First Amendment, Pressefreiheit ist wichtiger und WikiLeaks ist eine publizistische Tätigkeit.
Jetzt mit Mike Pompeo ist es ganz anders. WikiLeaks ist ein feindlicher Geheimdienst, den es zu beenden gilt. Und mit dieser Administration, mit Mike Pompeo drin, wird für WikiLeaks und für Julian nichts Gutes rauskommen. Von daher tun wir alles dafür, dass Donald Trump nicht wiedergewählt wird. Können wir alleine nicht mitwählen. Aber die zweite Sache ist die, ja, Propaganda. Agitprop, seit Jahrzehnten immer das Gleiche. Wir müssen mit Leuten reden, wir müssen sie an Julian erinnern. Die fragen dann, sitzt er immer noch in Moskau oder was ist denn mit dem überhaupt jetzt los? Also das heißt, wir müssen erstmal dazu kommen, aufzuklären, dass Julian, also absurd, nachdem er seine britische Strafe abgesessen hat, nur wegen eines Auslieferungsantrags der Vereinigten Staaten, in einem Gefängnis sitzt, was nicht nur Hochsicherheitsgefängnis heißt, sondern wo die Bedingungen richtig beschissen sind, auf Deutsch gesagt, also eher weitgehend isoliert ist, bei Besuchen alles überwacht wird, also unter Bedingungen, ja, wie ein Schwerverbrecher oder ein Massenmörder. Aber Julian ist eben ein extrem innovativer Journalist. Er hat mit WikiLeaks den investigativen Journalismus revolutioniert und deshalb, gerade von Leuten wie mir, von Journalisten, verdient er alle Unterstützung, die wir ihm geben können. Danke. Free Julian Assange. I want you for